I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 28. Dezember 2023. Schönen guten Morgen. Es hat nicht sollen sein für die beiden deutschen Darts-Profis, die gestern bei der WM versucht haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Beide ausgeschieden. Gabriel Clemens verliert gegen Dave Chisnall relativ klar mit 1-4. Und Martin Schindler, ja, der ist ein bisschen eingebrochen hinten raus. Der führte schon 2-0 Sätze gegen Scott Williams und dann ist er am Ende aber doch mit 3-4 vom Board gegangen, sagt man, glaube ich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall aus dem Early Pally gegangen und ist auch draußen. Ansonsten gucken wir mal auf die Ergebnisse von gestern. Was ist noch passiert im Turnier? Wir haben Michael van Gerwen im Achtelfinale, der gewinnt gegen Richard Feenstra. Dann Luke Littler, dessen fantastische Reise geht weiter, als ja wirklich eigentlich Außenseiter hier gestartet. Das hat der Matt Campbell rausgeschmissen. Dann ist Rob Cross eine Runde weitergekommen gegen Jeffrey de Graaf. Erwartungsgemäß Michael Smith, der Titelverteidiger, ebenfalls weiter gegen Madas Rasma. Also das sind jetzt keine dicken Überraschungen gewesen. Wir gucken mal aufs Programm von heute. Es gibt weitere 6 Partien heute in der 3. Runde. Und die anderen beiden Deutschen sind heute am Start. Florian Hempel beginnt in der ersten Session, die ab 13:30 startet. Live natürlich wieder auf Sport 1 und auf The Zone. Und er trifft auf Stephen Bunting. Dann gibt es einen Haufen englische Duelle. Cullen gegen Searle, Smith gegen Smith, Ross gegen Dobie. Und dann geht's in die Abendsession ab 20 Uhr mit Gervin Price, der startet gegen Brandon Dolan. Und dann haben wir den anderen Deutschen noch, Ricardo Pietrzko, und der kriegt natürlich einen richtigen Brocken. Luke Humphries, vielleicht der Top-Favorit hier auf dem Turniersieg, der ist richtig gut in Form, der hat einiges gerade in den letzten Monaten gewonnen an großen Turnieren. Also das wird auch für Pietrzko ein harter Brocken. Aber gut, wir werden sehen, was passiert. Evans gegen Gurney schließt dann den Abend übrigens ab. Also das die Partien heute aus dem Early Pally. Wer Lust hat, ich habe schon gesagt, wo man es gucken kann, der möge da auch gerne reingucken. Gucken wir auf die U20 Eishockey-Weltmeisterschaft. Da haben die Deutschen zum Auftakt gestern 4-3 gegen Finnland gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Heute geht's weiter. Gleich zweites Spiel gegen Schweden. 19:30 geht's los. Live auf Magentasport und live auf magentasport.de im Stream Free for All. Könnt ihr gucken auf Magentasport. Sport läuft's. Also dieses Spiel bekommt die Welt nicht vorenthalten, das könnt ihr gucken und es kostet nichts. Wer Lust hat auf Gratis-Eishockey, wer Lust hat auf Bezahl-Eishockey, der kann auch reingucken in die Deutsche Eishockey-Liga. 19:30, 7 Spiele, ein kompletter Spieltag heute, ohne Servus-TV, soweit ich es gesehen habe. Alles auf Magenta, aber einzeln und in der Konferenz. Köln gegen Düsseldorf ist zum Beispiel dabei. Ewig junger Klassiker. Löwen-Frankfurt gegen die Eisbären, Nürnberg-Augsburg, Schwenningen-Iserlohn, Straubing gegen Mannheim, Wolfsburg gegen München und Fischtown gegen Ingolstadt, dass die anderen Paarungen, wer Lust hat, ab 19.30 Uhr. Premier League gibt es heute auch wieder in Sachen Fußball. 2 Spiele stehen noch aus. Gestern gab es einen Sieg von Manchester City, nach Halbzeitrückstand noch, aber dann 3-1 gewonnen beim FC Everton. Und Chelsea übrigens auch gegen Crystal Palace mal wieder gewonnen. Ja, Manchester City schiebt sich damit wieder auf die 4. Wir haben eine Tabellenspitze, jetzt Liverpool. 2 Punkte vor Arsenal, die spielen heute Abend, können wieder vorbeiziehen. 3. Aston Villa, 4. Manchester City, die jetzt gerade an Tottenham vorbeigezogen sind, um einen Punkt. Tottenham spielt aber heute Abend, kann wieder vorlegen, City hat aber dann noch ein Nachholspiel. Die Partien heute, 20:30 Tottenham Hotspur zu Gast in Brighton und 21:15 Arsenal gegen West Ham United. Also Derby nochmal dann für die Gunners. 2 durchaus attraktive Spiele, wie ich finde, beide live auf Sky Premier League zu sehen. Guckt's, wenn ihr es könnt. Punkt. Und wenn es euch interessiert. Und wenn nicht, lasst es am besten bleiben. Gucken wir auf den Basketball. Da haben die Detroit Pistons tatsächlich jetzt ihren Rekord gesichert. Die vergangene Nacht haben sie verloren gegen die Brooklyn Nets. Und damit sind sie jetzt das erste Team der NBA-Geschichte, das es schafft, in einer Saison 27 Spiele am Stück zu verlieren. Was für eine Serie. 26 lagen sie noch geteilt auf mit 2 anderen. Jetzt sind sie alleinige Führende in diesem zweifelhaften Ranking, wo man nicht also Ranking ist nicht zweifelhaft, aber die Führung will man nicht haben, so rum. So, und jetzt gibt es den nächsten Rekord, der steht schon vor der Haustür. Denn die Detroit Pistons, die können noch den All-Time-Rekord von verlorenen Spielen in Folge knacken. Den halten momentan die Philadelphia Sixers. Die haben mal 28 Spiele am Stück gewonnen, verloren, aber in 2 Saisons, also mit einer Pause dazwischen, also am Ende der einen Saison und am Anfang der anderen Saison dann. Und das könnten sie jetzt sogar in einer Saison schaffen. Wow! Dazu müssten sie einfach nur, um diesen Rekord einzustellen, müssten sie nur in der kommenden Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, wieder verlieren gegen die Detroit Pistons, 2:30. Und dann gibt es in der Nacht auf Silvester, glaube ich, ist es dann gegen Toronto das Match zum
alleinigen All-Time-Rekord von Niederlagen überhaupt. Mal gucken, ob sie es schaffen. Wer übrigens heute Nacht sowieso irgendwie aufbleibt, um Basketball zu gucken, der kann auch Football noch gucken. Die Cleveland Browns gegen die New York Jets stehen an aus der NFL, vorletzte Spielwoche, 14:45 auf der Zone das Ganze zu sehen. Ganz einfach, Cleveland mit einem Sieg in den Playoffs. Und wenn die Cleveland Browns verlieren sollten, dann sind die Baltimore Ravens Divisions-Champion vorzeitig. Darum geht's in groben Zügen, was hier auf dem Spiel steht. Wintersport gibt's heute wieder in der Sportschau im Live, im Ersten zu sehen oder auch auf Eurosport 1. Und zwar starten wir um 10 Uhr mit dem ersten Lauf Riesenslalom der Frauen in Lienz. Dann gibt's um 11.30 Uhr eine Abfahrt der Männer in Bormio. Dann um 13.30 Uhr den zweiten Durchgang beim Riesenslalom der Frauen in Lienz. Und um 16.30 Uhr dann startet die Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Oberstdorf. Und die Deutschen sind ja ganz heiß hier dieses Jahr auf die Tournee. Sind einige dabei, die was reißen könnten? In diesem Winter waren ja einige wie aus Paschke schon vorne gelandet. Mit Geiger ist immer irgendwo zu rechnen. Wellinger, gucken wir mal, wer da die Nase vorne hat am Schluss. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Vierschanzentournee geht immer zwischen den Jahren. Jo, wer Lust hat, gucke da gerne auf einer der Abspielstationen vorbei. Dann habe ich noch Basketball aus der Euroleague für euch heute. Bayern München gegen Valencia 2030. Auch das gibt's live für alle auf magentasport.de. Da braucht man also auch wieder kein Abo für und kann es gucken. Basketballergebnisse von gestern habe ich auch noch eins. Hapoel Tel Aviv hat gewonnen gegen die Hamburg Towers im Eurocup. So, das noch am Rande. Und kommen wir mal noch rund mit Tischtennis-Bundesliga. Da gab es das Topspiel Düsseldorf gegen Saarbrücken. Das haben die Saarbrücker gewonnen mit 3:2 in Düsseldorf. Unter anderem Pate Franziska hat gewonnen gegen Timo Boll im direkten Duell. Und damit jetzt beide Teams mit jeweils 9 Siegen und einer Niederlage vorne in der Tabelle mit 18 Punkten. Also 6 Punkte Vorsprung schon auf Platz 3. Die werden also die Meisterschaft unter sich ausmachen. Ich denke mal, man wird sich wiedersehen in dieser Saison. Also doch sowieso, aber man wird sich wahrscheinlich noch ein paar Mal wiedersehen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles, ne? Bleibt noch was offen? Nicht, dass ich wüsste. War doch kurz und muckelig heute hier. Morgen dann, wenn ihr Lust habt, sind wir wieder dabei. Dann schauen wir auf einen neuen Tennis-Wettbewerb, nämlich den United Cup. Der startet morgen und es ist ein Mixed-Wettbewerb. Ich bin selbst mal gespannt drauf, wie er wird. Danke fürs Zuschauen heute und einen schönen Tag euch. Viel Spaß beim Sport gucken und gerne bis morgen wieder an dieser Stelle. Ciao.